Ja, moin. So, Kamera läuft wieder. Bist du anwesend? Ich bin anwesend. Moin, Leute. Sehr gut. Ja, so, wir stehen hier jetzt vor dem Kubota. Wir haben unsere Bühne ja durchgetauscht. Und die wollen wir jetzt mal vorstellen. Genau. Was wir da... Wir haben jetzt hier minus 6 Grad. Mal sehen, was der Kubota sagt. Ah, den fahren wir gleich noch raus. Guck mal hier, die sind richtig festgefroren. Ja, da haben wir noch andere für bestellt und diese Bühne ist ein bisschen länger geworden und das ist doch ganz angenehm. Wenn du darauf stehst, ist angenehm. Was man sagen muss, wo wir gerade hier im Fußbereich sind, dieses Eisen, das finde ich schön, dass das so hoch ist, dass meine Füße da ein bisschen runterpassen. Weil du stehst ja, doch immer stramm dran, das finde ich angenehm. Weil früher war das so, dann stellst du dich schnell oben rauf. Aber wenn du hier immer drauf stehst, das ist nicht schön. Nee, das ist nicht dass schön. Dass man da richtig das runter stimmt. kann. Ja, was toll ist an der Bühne, sie geht noch etwas breiter. Da hatten wir oft die Probleme. Ja. Dass das einfach, dann stehst du da gerade. Und Michi und ich haben da jetzt schon 6 Hektar mit geschnitten. Wir sind da sehr zufrieden mit. Wir haben jetzt, Michi, du kannst einmal hier unten schön zur Achse hin. Das wollten wir gerne, diesen Hang ausgleichen. Mal sehen, ob ich das so sehe. Oh. Draußen sehen wir das ja gleich noch besser. Ja, das werden wir auch gleich mal vorführen und das ist einfach toll. Nur eine kleine Beetrundung schon. Ja, das ist minimal. Und du stehst gerade, du gehst nach vorne, machst das, stell mir das so ein. Das ist, herrlich ist das. Ja, wir wollen nur jetzt eben rumgehen, weil gleich blubbert der Trecker dann immer. Ja, dann blubbert der Trecker, genau. Ist so. Michi, ich weiß nicht, ob du hier durchpasst, ich pass hier durch. Oh, das sag ich jetzt so. Oh Mann, ey. Ja. Hier. Ja, hier das Schild, das habt ihr im vorigen Video gesehen, das hatten wir abgeflext. Das hat Michi hier wieder schön angebraten. Ganz toll. Das hält auch ordentlich. Und ja, dann haben wir ja hier, da hat Michi eine schöne Idee gehabt. Hat mal so ein bisschen Material zusammengesucht aus der Werkstatt und hat dann mal was gezaubert. Eine Treppe, ne? Die alte Treppe war so, dafür ja, einfach nur so einen geraden. So gerade hoch, ne? Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn du jetzt ganz oben drauf stehst und willst wieder runtergehen und das ist dann auch mal ein bisschen kälter und du bist ein bisschen zäh und so, das ist nicht schön. Dann rutschst du oft ab, das hatten wir schon oft, dann stößt du ja die Füße. Wenn du so mal eben, weißt du, so ganz normal hoch, ne? Ja. Und was ja schön ist, das ist ja, als wenn ihr aus dem Kaufhaus kommt, du willst ja auch mal eben vorwärts runtergehen. Genau, das ist und das geht fantastisch. Sogar hier noch für die Älteren einen kleinen Bügel zum Festhalten. Das finde ich toll. Ja, ja und es stört auch nicht beim Ausschwenken. Diese kleinen Rutschmatten hier fest drauf gemacht. Wir haben auch einen Tritt weggelassen. Ich hatte erst noch eine Verlängerung gehabt, dann war das bis hier unten. Ja. Das Problem ist nur, wenn du durchs Gelände fährst, fährst du dir den Tritt ab. Dann ist das zu tief. Ja, ich würde sagen, lass uns den mal anmachen. Hier drin ist das ganz schön dunkel. Man sieht uns kaum. Ja, ich wollte noch mal eben was zu unserer Gartenbank sagen. Ja, die steht da nicht nur lose auf. Die ist fest. Die wackelt nicht. Na, geht? Ja. Doch, geht. Ja, finde ich toll, wenn man jetzt mal von der einen Anlage zur anderen fährt und der Kollege geht runter, fährt mit dem Trecker. Du kannst dich eben hinsetzen. Ja. Ja. Das ist was Schönes, auch mal Sachen auf ablegen. Und hier vorne hat mich wieder mit Holz noch integriert eine Kiste, wo du dir auch mal eine Flasche Wasser oder irgendwas reinpacken kannst. Ja, hier haben wir das kompakt gemacht für unsere Akkusägen, dass sie immer griffbereit sind. Denn wenn wir mit 2 Mann schneiden... Muss jeder eine haben. Ja, es muss jeder eine haben und du stehst meistens immer vorne an. Also bevor du ganz nach hinten kommst, sagst du, wir müssen langsamer fahren oder der Trecker muss anhalten. Aber dass du immer einen schnellen Wechsel hast, ne? Ja, die stehen da oben drin. Hier ist so ein, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, so ein Ritz drin, wo das Schwert durchgeht und dann kannst du die eben schnell wieder nehmen. Ja, aber da hast du auch Bilder zu. Ja, und hier habe ich noch verfeinert die ganzen Schläuche. Die hingen da so überall. Wenn du die runter gehabt hattest, die Bühne, dann war der Schlauch auf der Erde. Und das musste ein bisschen alles ja, hier hast du hier noch einen Schlauchhalter angebraten, dass er da richtig schön in liegt. Das war nämlich das Problem. Wenn der jetzt nicht da ist, dann hängt der Schlauch da unten im Dreck. Ja, und was wir hier gemacht haben, man hat ja auch so Ideen, wenn man dabei ist. Hier hat Michi noch einen Ständer angeschweißt für unser Lasso hier, weil sonst verhackt das am Sitz.
ja, für die Wendeschaltung, da dass oben wir den Trecker anhalten können, vor- und zurückfahren können. Das ja, geht eigentlich super. Dies hier haben wir im Hof uns noch so gebaut, weil wenn das nicht im Oberlenker drin ist, dann hängt das so leicht nach unten geknickt. Wir haben ja hier so ein Ei dran oder so eine... Ja, dass du richtig im 90-Grad-Winkel zur Ja, und mehr. Und mehr noch. Sonst hast du ja die Ackerschiene hier drin und dann hast du den, eine Grenze. Ja, dann hakst du hier genau hin und dann ja, tut das entweder Bruch oder... Klar hätte man das jetzt auch mit einem K80 machen können und so. Aber die meinten ja auch, dass es dann zu wappelig wäre. Zu wappelig. Ne? So ist das stabiler. Das sagte Peter Lehr auch. Und es geht ja auch. Hangausgleich kann schieben, alles. Michi hat jetzt hier noch eine Idee gehabt. Wir haben noch ein bisschen Gummi zwischengepackt. Früher konnte man auch so Dinger kaufen, so Scheiben aus Gummi, aus Hartgummi. Das gibt es bestimmt immer noch, ne? Das gibt es bestimmt immer noch. Dass, wenn so einer wie ich hinten aufsteigt, geht, ne? Dann klappert das nicht ganz so. Aber gut, alles prima. Ja, was noch so geblieben, man kann sich das Gitter hier einstellen, von der Höhe her, wie man das in der Panz haben will. Hier ist sonst auch noch so ein Rahmen. Oh. Ja, der hier längs geht. Das kann man auch nochmal einblenden, wir haben ja auch noch andere Bilder. Ja. Aber uns stört das, wenn der Baum hier gerade ein bisschen volumiger ist oder du bist am Anbinden oder im Sommer. Es ist unschön, wenn da die Äste gegen ja, kommen. Ja, das ist nicht schön. So passt das. Ja, ja, wegen der Sicherheit muss der da sein, ne? Ganz ja, klar. BG, ne? Ganz klar. Ja, was ich noch toll finde, ist, dass die Achse verstellbar ist von der Breite her. Wir haben das Maß jetzt gefunden, haben die auch mal ganz ausgefahren, beide auf eine Seite stehen. Also zum Umkippen kriegst du sie nicht. Also da gehört schon. Kriegst du schon, wenn du ja, jetzt der musst das du willst, aber. Ja, aber so. Das ist schon ordentlich. Ja. Würde ich sagen, ich glühe mal vor. Mal sehen, was das sagt. Mal sehen, was das sagt. Aber ich würde doch nur meine Handschuhe anhaben. Danke, ich habe keine an bei der Kamera. Ja, der Kameramann, der kriegt heute einen Euro mehr. So, mal sehen, ob die Vorglühanlage jetzt auch einschaltet. Ah, ob sie funktioniert. So. Machen wir Zündung an. Jo, glüht, Kubota sagt. Welche sagen ja auch nicht Kubota, die sagen Kubota. Nee. Er will. Warte, ich krieg. Oh. Oh, jetzt noch ein bisschen Zeh, ne? Kann man da erst einen Kaffee trinken oder was? Mach mal die Bewegung, es schneit. Hier sehen wir jetzt die Leiter. Hält auch. Ja, ich glaube, ich stelle mich mal nach hinten, wa? Ja, ich mache jetzt mal eben die Neigung. Ach so, die Breite. Nicht? Aber gut. Muss ich mal eben, soll ich mal eben ein Band holen? Ja, und das ist ja einfach herrlich, ne? Ja. Das könnt ihr euch ja vorstellen, wenn du denn hier stehst und stehst so und müsstest so immer fahren und musst immer so schneiden, ne? Kannst und das geht auch schön feinfühlig. Was auch schön ist, hier das Zusammenschieben. Das muss man ja auch sagen, ne?
dass das ordentlich ranschiebt. Hier schön gleichmäßig, kommt die ganze Front ran. Hier kann auch nichts einklemmen. Auch hier. Das ist wirklich, ja, das Steuergerät ist nicht ganz auf beim Kubota, ne? Kann man hoch machen. Oder, aber von unten sieht man das besser, wenn du hoch machst, ne? Ja, eben runter. Ja, ich geh da hin. Jo. Na, ein bisschen neigen. Warte. Ah, das ist nämlich schön, ne? Jetzt sieht man das hier unten auch schön. Da ist der Hangausgleich. Da viel Technik ist hier nicht unter. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr aufsteigen, ganz klar. Ah, ich drück noch mal eben. Dann geht das fixer. Was wollt? Nee, alles gut. Alles gut. Ja. Ja, was ja auch nicht stört, ist, man denkt das erst immer beim Rangieren, diesen einen Meter, auch wenn wir jetzt um die Ecke fahren, jede zweite rein, die Bühne ist jetzt einen Meter länger wie die vorige. Man dachte das erst, du kommst da nicht rum oder du hängst da irgendwo drinne. Die meisten haben sowieso 6 bis 8 Meter Vogelwände. Also wir haben da noch nirgendwo mit gegen gesessen. Nein. Eben bedingt, was Michi sagte, du musst vorne so ein Ei, so einen Drehpunkt in haben, dass du auch 90 Grad zur Bühne stehen kannst. Ne? Und dann funktioniert das. Ja. Ja, eine robuste Sache steht bei uns auch mal ein paar Tage im Hof, dass du sagst, komm, deck das vorne ab, die Sensortechnik. Alles gut, kann da stehen bleiben, muss nicht jeden Abend mit in die Scheune. Das ist einfach so, es ist ein Gebrauchsgegenstand, stabile, gute Qualität, muss man wirklich sagen. Also ich finde das toll. Ja, und einfach, ne? Ja. Da ist ja nichts dran, eigentlich kann da nichts mehr kaputt gehen. Was wir hier als Option haben, Michi wird da noch ein paar Bilder auch mal reinmachen. Wir haben ja hier diese Rahmen von Peter und Elisabeth, dass wir 3 Großkisten mitnehmen können. Dann hätte man hier seine Pflückkisten hängen und man kann diese schmalen, schönen Anlagen, so wie wir sie jetzt bauen, eventuell auch oben Köpfe pflücken. Das kann sein, dass wir da irgendwann noch mal überreden. Ich denke nicht. Wir haben es schon mal ausprobiert. Ja, das ist ja. Also die Bühne ist perfekt zum Schneiden, aber ich glaube nicht, dass wir mit der pflücken. Ja, anbinden und sowas ist schön. Aber pflücken, glaube ich nicht. Vor allen Dingen musst du dann auch 2 haben. Mit einer ist das nämlich nicht schön, das Wechseln. Das muss ja auch gleich just in time. Ja, ja. Aber ihr müsst euch vorstellen, ihr könnt ja mal eure Apfelbäume zählen, die ihr so auf dem Betrieb habt, wenn du jeden einzeln mit der Leiter besuchen solltest. Ja, sei es mit der Bockleiter, mit dem Pflückschlitten. Boah, das ist aber eine Nummer. Die schneiden von oben, der Blick allein schon auf die Pflanze von oben. Ja. Genial. Du siehst mehr. Ja, würde ich sagen. Die Gummimatten kommen dann noch auf. Demnächst denn. Ja, den haben sie überall liegen, ne? Und sonst, ja, was gibt's da sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht viel, ne? Schönes Ding. Ist ja nicht viel anders als die andere. Bisschen breiter, bisschen größer. Ja, und Hangausgleich. Den schönen Hangausgleich, ja. Aber dies mit der Breite, du hast neulich auch gesagt.
das hätten wir mit der anderen Bühne nicht gemacht, ne? Nein. Wir haben neulich, da war das natürlich auch grenzig, ne? Wo wir da einmal die 5-Meter-Reihe ausprobieren gehabt. Ja, gut, das hast du ja nicht. Aber sonst, toll. Ja, Leute, was man noch sagen muss, wir haben die ja letztes Jahr vorgestellt hier. Das haben wir letztes Jahr von Peter und Elisabeth bekommen. Michi hat das ganz normal angebaut. Und dann haben wir auch erst gedacht, na, wollen wir mal gucken, ob alles funktioniert. Es funktioniert vernünftig, ordentlich. Tolle Sache, dass es sowas gibt, dass der Trecker alleine laufen kann. Finde ich gut. Ja, das andere ist nicht schön. Alles, wenn du selber lenken musst, dann... Nein. Nee, was ich ja gut finde, dass wir hier auch einen Trecker vorhaben, der auch anspringt. Ne? Wir kennen das ja aus der Lehrzeit, wenn du so einen alten Eicher hast, der erst nochmal Luft holen muss. Die würden ja bei den Temperaturen gar nicht anspringen. Und dann die Ulle Scheiße mit Startpilot da immer rein. Ja, ist so. Ja, Mensch, das ging ja nochmal gut, ne? Nicht gegen Frontlader gefahren. Ja, das ist die neue Bühne. Wenn irgendwas ist dran, dann werden wir uns melden. Wenn es was Neues gibt. Vielleicht sieht man sie ja, wir werden sie auch bestimmt noch mal im Einsatz zeigen, ne? Ja. Wollten wir euch nur mal eben vorstellen. Eben vorstellen, schnacken eben über, dass sie da ist, dass sie gut ist. Ja. Das muss man ja wirklich sagen. Schön. Okay, alles bis dann. So, bis dann.